Von meiner Seite auch vielen Dank. Und dann freue ich mich jetzt auf Herrn Professor Siebert mit den Breaking News aus der Neurostimulation. Ich bin gespannt. Bitte schön. Ja, guten Abend. Ganz herzlichen Dank für die Einladung von Promedon, um hier am 11. Frauengesundheitsmeeting teilzunehmen, das ja zum ersten Mal virtuell stattfindet. Und ich habe wirklich die tolle Möglichkeit, Ihnen was Neues zu erzählen. Wir hatten ja vorherige Präsentationen für die Beckenbodenrekonstruktion gehört. Jetzt geht es in einen Bereich, der sicherlich oftmals eine Problematik darstellt und die neuen Möglichkeiten der Neurostimulation besonders für die OAB. Wenn man sich vorstellt, dass eigentlich die Blasenfüllung ja mehr unbemerkt stattfindet und dann die Miktion im Endeffekt ein bewusster Anteil ist, dann ist das so eine Verhältnissituation 96% unbewusst und 4% bewusst. Wenn das durcheinander gerät, dann geht meistens auch die Lebensqualität für viele Patientinnen und Patienten verloren. Und darüber macht man sich natürlich Gedanken. Und das sehen wir oftmals als die Detrusor-Überaktivität. Und das ist natürlich damit gekoppelt, dass Blasenüberempfindlichkeit bzw. die Compliance des Detrusormuskels verbunden ist. Dass die OAB mit dem Alter zunimmt, sehen wir hier und natürlich besonders bei den Patienten, die dann älter werden. Besonders sehen wir natürlich mit zunehmendem Alter 30- bis 40-Jährige, wo dann nochmal 7 bis 3, über 30% dazukommen und damit natürlich für unsere Versorgung in den Bereichen sehr dominant wird. Die klinischen Symptome der OAB sind uns allen bekannt, die natürlich durch Frequenz, Drang und ja, auch die Dranginkontinenz definiert sind, die zwar nicht lebensbedrohlich sind, aber im Endeffekt doch für unsere Gesellschaft, wie hier für die USA 2015, 20, geschätzt zwischen 76 Milliarden beziehungsweise gegenwärtig über 80 Milliarden US-Dollar Einkommensverlust für das Gesundheitssystem und Kosten hervorrufen. Wenn das Ganze versucht wird, im Endeffekt zu behandeln, ist natürlich der erste Therapieansatz der, dass man dieses in den Griff bekommt. Aber wenn die Symptome nicht in den Griff bekommen und so sind und schlecht nach wie vor das Ganze in der effizient ist, dann ist es für die Patientin inakzeptabel. Wenn man sich den Markt anschaut, sind in Nordamerika natürlich über 50, nahezu 50% der Patienten und der Markt in Europa ist auch erheblich mit fast 30%. Die asiatischen Bereiche sind wachsend. Und man geht davon aus, dass mittlerweile für OAB umsatzmäßig im Health Service über 4 Milliarden, fast 5 Milliarden ausgegeben werden. Und in 4 Jahren erwarten wir da schon über nahezu 6,5 Milliarden US-Dollar. An erster Stelle ist uns allen bekannt, sind die Anticholinergika, M2, M3-Rezeptorblocker, die in den verschiedensten Bereichen verordnet werden, zum Teil natürlich auch intravesikal oder transdermal, aber seit einigen Jahren ist natürlich auch symptomatisch die Beta-3-Agonisten dazugekommen. Mit Mirabegron, während Viberegron nicht im Moment zugelassen ist. Mit den Anticholinergikern, mit den M2, M3-Rezeptorblockern ist es lange schon durch die Presse gegangen, dass natürlich dieses sich auch bei den älteren Patienten gegebenenfalls ein erhöhtes Risiko für Demenzentwicklung ergibt, die wir natürlich auch gerne vermeiden wollen. Und dadurch sind natürlich auch unsere Patienten sensibilisiert worden, die im Endeffekt diese Medikamente aufgrund der Nebenwirkungen, ob das trockener Mund, Obstipation und andere Dinge, dann auch nicht regelmäßig einnehmen. Der typische Weg unserer Patientinnen ist ja, dass sie einige Zeit verstreichen lassen. Das führt zur Chronifizierung und wenn dann 3, 3,5 Jahre vergangen sind, bis sie dann endlich ja, den Mund auftun beim Arzt und sagen, wie sehr sie das belastet, dann fangen wir an mit den Anticholinergikern, die uns ja im Endeffekt in den Leitlinien vorgegeben sind oder dann nachher auch noch mit Bendmeager. Worum es uns eigentlich geht, sind nicht die Patienten, die wir im Endeffekt in der Hauptpopulation sehen, sondern
die Patienten, die mit Medikamenten nicht eingestellt werden können, die also zu einer weiter fortgeschrittenen Therapie eigentlich drängen und die wir ja eigentlich auch versorgen wollen. Wenn wir unsere Leitlinien dabei hervorheben, dann sehen wir hier, wir sollen die Abklärung machen. Wenn das in dem Sinne abgetan ist, dann sind wir natürlich schon einen Schritt weiter und haben die Dranginkontinenz oder die Drangsymptomatik hervorgehoben und haben dann, wie hier gezeigt, die Antimuskarinika, Mirabegron aufgenommen. Aber hier kommt dann natürlich auch schon die Empfehlung im Endeffekt der tibialen Stimulation, noch eigentlich im perkutanen Bereich, noch nicht als Implantat, worauf ich heute Abend gerne eingehen möchte. Wenn das nicht hilft, dann im nächsten Schritt natürlich Onabotulinumtoxin A, gleichgestellt zur sakralen Neuromodulation und eigentlich noch weiter der nahezu nicht behandelbare Patient dann die Möglichkeit der Ableitung entweder durch das Konduit oder die Blasenaugmentation, wenn das eine Option darstellt. Gehen wir auf den Teil an, der uns ja mittlerweile schon sehr vertraut ist, das Botulinumtoxin, das ja eigentlich eine gute Verbreitung hat. Wir haben in den Jahren zeigen können, dass eine Wirkdauer da ist, die ein halbes Jahr oder mehr beinhaltet. Aber über die Zeit sind natürlich viele Patientinnen nicht unbedingt mehr bereit, dieses regelmäßig zu ertragen und sich in die Blase die Injektionen machen zu lassen, die dann oftmals doch für sie schmerzhaft sind. Aber auf der anderen Seite hat Herr Kessler aus der Schweiz zeigen können, dass diese Patienten unter der Botulinumtoxin-Applikation beim FMRT eine deutliche Veränderung zeigen. Das heißt also, wir haben eine zentrale Effektivität, die nicht nur lokal auf die Blase bezogen ist, sondern auch im zentralen Nervensystem. Vergleichen wir das im ABC-Trial, dann muss man eingestehen, dass die Botulinumtoxin-Injektion, die ja auf 100 Einheiten im idiopathischen Bereich nahezu äquivalent ist zu den Anticholinergika. Im Vergleich zur SNM, also der sakralen Neuromodulation, haben wir hier, dass die SNM im Endeffekt bessere Ergebnisse zeigt. Die Rosetta-Studie hat da etwas Ähnliches gezeigt, vergleichbar, aber man darf bitte nicht vergessen, dass in der Rosetta-Studie 200 Einheiten Botulinumtoxin und nicht 100 Einheiten, wie es in der Empfehlung ist, benutzt werden. Was hofft man in den nächsten Jahren auf den Markt zu bringen, was ich hier auch ein bisschen einflechten will, ist, dass eigentlich eine leichtere Applikationsmöglichkeit bestehen sollte. Das sind Liposomen, thermosensible Hydrogele, Ultraschall oder niedrigenergetische Schockwelle, wodurch man erhofft, auf die Injektion in den Detrusor verzichten zu können und damit die Akzeptanz über die Zeit zu erhöhen. Die sakrale Neuromodulation, wie erwähnt, ist nun schon viele Jahre alt und hat die Effektivität immer wieder gezeigt. Man hofft und weiß es nach wie vor nicht genau, dadurch eine Hemmung der Afferenzen im Bereich des Miktionsreflexes auszulösen, auf Ebene des Rückenmarks bzw. des ZNS. Und die eigentliche Implantation ist in der Regel S3, manchmal auch S4 und je nach Indikation bei der Überaktivität gewöhnlich unilateral, manchmal für die Retention eher bilateral. Dass das Ganze ambulant durchgeführt wird, ist immer davon abhängig, wie die Erstattungssituation ist. Und dann kommt in den verschiedenen Schichten und Steps natürlich die Situation auf von einer Testphase bis zum kompletten Dauerimplantat. Die Entscheidung der Dauerimplantation wird von Firmenseite eigentlich auf 50% Verbesserung. Meine Erfahrung ist, dass eine Langzeiteffektivität erzielt werden kann, eigentlich davon abhängig, dass die Patienten mindestens eine Verbesserung um 70% haben, wenn wir auch zufriedene Patienten und nicht immer wieder neu programmieren wollen. Die Position, wie hier gezeigt im Röntgenbild, ist im Endeffekt S3 mit einer Widerhakenelektrode, die aber auch noch nach wie vor ihre Nachteile hat. Und deswegen habe ich Überlegungen angestellt, dieses zu ändern, weil es immer wieder mehr zu Verschiebungen kommt. Und mittlerweile hat die Literatur auch
dort präsentiert, dass um die 5-10% Elektrodenverschiebung mit der Zeit eintreten. Hier einmal kurz gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Die gelben Nadeln sind die Testelektroden und dann natürlich die anale Antwort. Im nächsten Schritt wird, und deswegen zeige ich Ihnen, dass die Dauerelektrode eingebracht, die röntgendicht ist, die diese Widerhäkchen hat, die Spinelli, die in den Markt eingeführt hat, und dann der IPG, also der Schrittmacher mit einer Batterie, der damals schon der InterStim 2 ist, wird unter die Haut in eine Hauttasche gluteal eingebracht, sodass dieses in der Regel von den Patienten gut toleriert wird. Das Ganze hat sich natürlich geändert, jetzt mit den Möglichkeiten auch, hat Medtronic etwas getan, aber die Teststimulation läuft immer noch um die 14-30 Tage subchronisch. Das hat natürlich den Vorteil, je länger man testen kann, umso effektiver weiß man, ob sich das Ganze für einen Patienten lohnt. Wir haben zeigen können, und das war ja auch einer der Punkte bei Implantaten, dass eine bakterielle Besiedlung vorliegt. Selbst bei den Dauerelektroden, die durch die Haut ausgeleitet werden, finden wir Bakterien, aber in der Regel keine Infektion über die Jahre. Und eine sehr alte Arbeit von Schmidt und damals noch Jonas aus Hannover zeigte im Endeffekt in der Placebo-Kontrolle beziehungsweise Implantat und nicht angestellt, dass die Effektivität zu erzielen ist, die nur mit dem Implantat nicht zu erzielen ist. Über die Zeit wird deutlich, dass über die Jahre eine konstante Effektivität zu zeigen ist, die für die Patienten effektiv nachzuvollziehen ist, besonders hier, dass die Inkontinenzepisoden und die Miktionen pro Tag sich eigentlich normalisieren. Und durch die Modifikation der Elektrode mit der Tindlead und dann mit InterStim 2 auch die Revisionsrate deutlich gesenkt worden ist. Aber nach wie vor gibt es auch Patienten, die bis zu 5 Revisionen haben. Und natürlich im Endeffekt in den unterschiedlichsten Bereichen, aber oftmals ist es die Elektrode oder auch der Schrittmacher. Das heißt, wir haben einen Gutteil der Patienten, die geheilt sind, also Komplikationen sind Infekte, die natürlich höher sind bei der zweiten IPG-Implantation, die Elektrodenbewegung, wie schon erwähnt, aber auch das Versagen und die Notwendigkeit bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt eigentlich gewesen, wenn MRT ist, dass gegebenenfalls dieses nicht durchgeführt werden kann oder aber die Explantation notwendig ist. Daraus resultieren natürlich auch schon die Notwendigkeiten, die sich Medtronic angenommen hat. Sie brauchen ein MRT-taugliches Gerät. Der Batterietausch sollte nicht mehr nach 5 Jahren sein. Die Invasivität sollte reduziert sein, aber auch eine Mindestzeit von einer OP, nämlich der Implantation, aber gegebenenfalls auch der späteren Implantation ist notwendig. Und damit kommen wir zu den Neuerungen, die Medtronic jetzt dieses Jahr auf den Markt gebracht hat. Natürlich auch ein wiederaufladbares, nämlich der InterStim Micro beziehungsweise InterStim 2, der von den Größen gleich ist wie der alte InterStim 2, aber mit der entsprechenden Elektrode jetzt MRT und zwar Ganzkörper-MRT geprüft ist und damit natürlich auch die Hoffnung, dass eine weitere Verbesserung eintreten kann. Und Medtronic wie andere Firmen kommen in den TNS, also in den chronischen tibialis Nervstimulationsimplantatebereich hinein. Der zweite ist Axonix, schon etwas länger auf dem Markt, mit einem Gerät, das im Endeffekt wesentlich kleiner ist als der InterStim 2, also ungefähr nur ein Drittel von dem ist, was der InterStim 2 ist. Und im Endeffekt konnte gezeigt werden, dass die Daten und die Erfolgssituation in den Kurzdaten über 6 Monate eigentlich nahezu identisch ist wie bei einem Medtronic-Implantat. Die Patienten haben im Endeffekt mit den Inkontinenzepisoden, die sie im Ausgangsbereich bei ungefähr 5,6 hatten, ist das zurückgegangen auf 1,3 und damit natürlich ein ähnliches Bild nachher für die Situation, dass nämlich
über 80% der Patienten eine Reduktion ihrer Symptome, besonders der Urge-Inkontinenz, nachweisen konnten. Das Implantat, eine Elektrode, die ähnlich aussieht wie schon gesehen bei Medtronic, auch im Endeffekt die Testsituation ähnlich, aber wie gezeigt, nur ein Drittel der Größe von dem InterStim 2, jetzt wiederum zu vergleichen mit dem InterStim Micro. Eine für den Arzt vornehmbare Programmierung und ein Gürtel bzw. auf die Cloud aufklappbares, klebbares Ladegerät, wodurch dann dieser Axonics-Implantat-Stimulator regelmäßig aufgeladen werden muss und dann durch eine Fernbedienung bedient werden kann. Der Vorteil, wie gesagt, es ist wesentlich kleiner, es ist wieder aufladbar. Es können variable Stromstärken genommen werden, zugelassen für den MRT, aber noch nicht komplett überall. Und natürlich die Indikation gegebenenfalls erweitert für die Stuhlinkontinenz, jetzt schon in den USA, aber noch nicht für die OAB gewesen. Entscheidend ist natürlich die Frage, wie können die lebenslange Situation erreicht werden, wenn wir das im Endeffekt auf die Lebenszeit dieser wiederaufladbaren Geräte sehen, dann sollen die 15 Jahre halten, also mindestens doppelt, wenn nicht so dreifach so lang wie ein InterStim 2 in der bisherigen Situation. Nuvectra, ein anderer Schrittmacher, der den großen Vorteil hat, dass man zwei Elektroden einsetzen kann, aber dementsprechend auch größer ist. Er kommt aus der Schmerztherapie und hat eine individuelle Stromstärkeneinstellung. Aber er ist nach wie vor für das MRT zwar zugelassen, aber noch nicht die volle Zulassung. Ein Vorteil scheint zu sein, dass die Elektrode stabiler ist, sodass, wenn es zu einer Explantation kommt, die bisher oftmals doch wieder aufgetretene Situation, dass Anteile von der Elektrode nach vielen Jahren zurückverbleibt, hier eigentlich vermindert sein sollen. StimGuard, einer der Mitanbieter, ist auch in diesem Bereich tätig. Aber der große Unterschied, dass im Endeffekt das komplette Implantat nur einer Elektrode entspricht und dann von außen gesteuert wird. Kommen wir zur tibialen Stimulation, dem eigentlichen Kernthema des heutigen Abends, weil das ist natürlich sehr interessant für unsere Patienten aus der perkutanen Stimulation und den ambulant notwendigen Versorgungssituationen jetzt in einen Bereich zu kommen, der gegebenenfalls ihnen die Option gibt, dieses als permanentes Implantat zu bekommen. Woher kommt die ganze Situation? Wir wollen natürlich sehen, dass man ein Implantat in die Nähe des Tibialnerves, besonders in den posterioren Bereich, hier also die Ferse des Patienten, hier der Innenknöchel und hier laufen die Sehnen und dahinter läuft der Nerv. Das Ganze kommt daher, was im Endeffekt Marshall Stoller als die transkutane Stimulation mit einer Akupunkturnadel angefangen hat und in einer sehr interessanten Arbeit aus der Arbeitsgruppe von Chattegrode mit Changfeng Tai wurde eigentlich sehr schön gezeigt, dass bei gesunden Probanden mit einer 90-minütigen Stimulation am Fuß die Kapazität von 350 auf 550 Milliliter erhöht werden kann. Das normalisiert sich nach einiger Zeit wieder, aber das war für mich eine überzeugende Arbeit, zu zeigen, dass tibiale Stimulation eine Effektivität auch beim Gesunden hat. In weiteren Arbeiten konnte dann gezeigt werden, dass es in den verschiedenen Bereichen, nicht nur in dem idiopathischen, sondern auch im neurogenen Bereich, aber auch im pädiatrischen Bereich, extreme Verbesserungen geben kann. Es gab die ersten Anbieter, die eine transkutane Stimulation evaluiert haben mit einem kleinen Gerät. Wenn das täglich durchgeführt werden musste, war die Compliance nicht so groß, als wenn es nur einmal die Woche. Also insofern war das schon mal ein wichtiger Punkt, aus der dauerhaften Stimulation in ein neues Denken zu kommen, wie stimuliert werden muss. Eine Verbesserung konnte im Endeffekt besser für die neurogenen als für die idiopathischen belegt werden, aber entsprechende Bereiche. Das Ziel ist eigentlich, ähnlich wie bei der sakralen Neuromodulation, jetzt zu funkgesteuerten Bereichen zu kommen, wo keine Verbindung nach außen besteht, möglichst keine Batterie notwendig ist, also eine Übertragung von Energie möglich ist oder eine integrierte Batterie,
aber dann natürlich, weil kein zusätzliches äußeres Gerät vorliegt, dann ein Austausch stattfinden muss. Die Anbieter sind schon mannigfaltig geworden, nicht mehr Medtronic an erster Stelle und als alleiniger Anbieter. Bluewin komme ich gleich dazu. Stimgard heißt jetzt Micromet. Bioness stelle ich ein bisschen ausführlicher vor, weil die, glaube ich, im Moment das aktuellste und für den Markt erhältliche Implantat haben. Und Valencia, das Icon, eigentlich mal so, um dort ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Der Bluewind kommt aus Israel, sieht eher aus wie der Bion, der mal auf dem Markt war, aber dann wieder verschwunden ist. Der kann in einer relativ offenen Operation, man sieht das hier so über 2-3 Zentimeter Implantat, das hat mir John Hesacker zur Verfügung gestellt, in knapp einer halben Stunde implantiert werden. Und die ersten Ergebnisse, die dann im Endeffekt hier dieses externe Gerät zeigen, konnte zeigen, dass nach 6 Monaten eine ähnliche Effektivität entsteht wie bei den Implantaten, die wir für den Sakralbereich gesehen haben. Jetzt bezogen auf die ORB. Und dass dieses auch anhält, ist deutlich zu sehen, dass, wie auf der linken Seite zu sehen, anfängliche Verbesserung der ORB-Symptome, Verbesserung von 71 sich dann über 6 Monate oder 36 Monate auf die 75% hebt. Ähnliche Situation halt auch bei den Intention-to-Treat-Patients, dass dort eine entsprechende Signifikanz zu sehen ist. Stimgard, wie schon gesagt, ist auch nicht nur im sakralen Bereich unterwegs, sondern eigentlich initial auch aus der Schmerztherapie im tibialen Bereich angefangen und sie haben eine Pilotstudie im kleinen Bereich gemacht, wo sie PTNS gegen Dauerimplantat vergleicht haben und haben zeigen können, dass diese Situation mit dem Dauerimplantat eine deutliche Besserung darstellt und der Vorteil, dass nicht im Endeffekt der ambulante Bereich oder im niedergelassenen Bereich die Praxis verstopft und natürlich auch die Patienten nicht oftmals warten müssen. Schon vor einigen Jahren haben wir die ersten Dauerimplantate gemacht während einer OP, Live-OP in der Schweiz und konnten zeigen, dass hier dieses Implantat, was ähnlich aussieht wie die Medtronic-Elektrode, aber im hinteren Bereich hier eigentlich den ganzen Computerchip beinhaltet, eine ähnliche Situation ermöglicht. Durch ein kleines Introducer-Kit kann die Elektrode platziert werden durch einen 0,5-Zentimeter-Schnitt. Und bereits nach 2 Tagen konnten wir bei diesen ersten Patienten zeigen, dass sich die Nykturie, die diese Patienten besonders quälte, von 5 auf 2-mal reduzierte und die Urgency eigentlich komplett verschwunden war. In einer etwas größeren Studie, die ich zusammen mit De Wachter aus Belgien gemacht habe, mit im Ganzen 16 Patienten, konnten wir zeigen, dass im Endeffekt die Inkontinenzepisoden signifikant über die 30 und dann 90 Tage abgenommen hat, aber auch für die Patienten die Situation, wie sie ihre eigene Schätzung vorgenommen haben. In einer kleinen Gruppe haben wir dann natürlich nochmal die Frequenzen und die Miktionsvolumina und hier sehen Sie ganz deutlich, was es für Patienten waren, nämlich eigentlich Patienten, die schon scheinbar austherapiert waren und gar nicht mehr für sowas in erster Linie in Frage kamen, nämlich denen ihre Blasenkapazität war im Mittel bei 88 Milliliter und konnte unter der Stimulation dann auf 140 Milliliter gesteigert werden, aber auch gleichzeitig die Frequenz, die fast bei 10 war, auf jetzt 8 reduziert werden und die Nykturie verschwand. Und entscheidend natürlich aus den Protokollen von 6 Mal pro Woche fast auf 2 Mal pro Woche reduziert werden und damit natürlich von einem Ausgangswert der Selbstevaluation bei 0 vor der Operation eine entscheidende Verbesserung bei +2 festgestellt worden. Stimgard hat jetzt in letzter Zeit auch deshalb eine Head-to-Head-Studie angekündigt gegen Medtronic, um dort ihre eigene Überlegenheit zu zeigen. Da muss man abwarten, was daraus wird. Zu Bioness, ein scheinbar ähnliches Implantat, zugelassen bisher für den chronischen Schmerz und dann eine Umwidmung, um jetzt im Tibialbereich mitwirken zu können. Es ist sehr klein, ähnlich wie das, was ich Ihnen gezeigt habe und es kann in lokaler, in der Praxis gesetzt werden, aber da muss man natürlich abwarten, wie sich das mit der Erstattung entwickelt.
Ein externer Stimulator ist notwendig für einige Male in der Zeit. Ich zeige Ihnen jetzt hier ein kleines zweiminütiges Video, um einfach mal einen Eindruck zu gewinnen. Sie sehen ähnlich, mit einem Transducer wird in dieser Animation dieses Implantat gesetzt und nachher ein externes Gerät, nämlich der Patientenprogrammierer für den Arzt und dann das Gerät für den Patienten. Durch die Oberflächenprobe kann im Endeffekt die Stimulation ausgelöst werden, dadurch die Markierung für den Tibialisnerv. Dann 6 bis 8 Zentimeter oberhalb ist der Einstichsbereich, um dieses Implantat zu setzen, wo dann im Anschluss die Hauteröffnung, 1,5 Zentimeter Inzision gemacht wird und dann eine Probeelektrode unter die Haut in Richtung Tibiallokalisation vorgeschoben wird, um dann die Teststimulation durchzuführen, um dieses dann im Endeffekt mit einem Transducer, die Urologen kennen das gegebenenfalls von den Nephrostomien, aber in anderen Bereichen ähnlich, dann auszutauschen, um dann das Dauerimplantat setzen zu können. Nochmalige Teststimulation. Die Stimulationsprobe wird entnommen. Und dann, wenn der Dilatator gesetzt wird, wird dann die Elektrode, die auch ähnliche Widerhaken hat, eingeführt, entsprechend vorgeschoben wird, sodass sie exakt, aber noch nicht die Häkchen freigegeben hat. Durch die Markierung kann das optimal positioniert werden. Das Zurückziehen und gleichzeitige Vorschieben gibt dann ein bisschen schon die Elektrode frei, sodass stimuliert werden kann, geprüft werden kann und dann das etwas weiter freigeben, gibt die Häkchen frei, wodurch dann das Implantat dann eingebracht wird. Zurückziehen des Introducer und zurück bleibt im Endeffekt das, was nachher die Antenne darstellt, um die Energie aufzunehmen und das muss jetzt nochmal zusätzlich unter die Haut getunnelt werden, was überhaupt kein Problem ist mit einer zweiten Lokalanästhesie und nochmal einem 5 mm Inzisionsbereich und es wird die Elektrode einfach unter die Haut gezogen und damit ist eigentlich die Operation fertig und die Haut wird verschlossen. Nach 3 Wochen kann das Implantat dann benutzt werden. Hier nochmal eine Ultraschalldarstellung im Endeffekt aus der Cleveland Clinic. Wir haben ähnliche Bilder, aber hier ist schön aufbereitet. Man sieht im Endeffekt hier die entsprechende Arterie und kann dann in der unmittelbaren Lokalisation den Nerv darstellen. Also in dem Sinne gar keine Schwierigkeit. Und hier haben wir den Knochen, sodass also im Endeffekt das sehr einfach wird. Was tut das ganze System? Ähnlich wie bei der sakralen Neurostimulation als kurze Animation. Ein hochflexibler Draht, der nachher von den Patienten eigentlich nicht mehr wahrgenommen wird. Und das habe ich bei den ersten in Österreich gemachten Implantaten als wichtig. Die Patientin fragt nämlich, kann ich nachher noch Ski fahren? Spüre ich das? Ja, das ist so. Man spürt es wirklich nicht, weil es so klein und dünn ist. Und dann während der Stimulation, die ja mehrfach durchgeführt wird in der Woche, kann dann im Endeffekt das Implantat gesteuert und mit Energie versorgt werden. Wir müssen natürlich noch weitere Studien abwarten, aber es ist minimal invasiv. Ein Batteriewechsel ist nicht notwendig, weil es ja von außen seine Energie erhält. Es kann ambulant gemacht werden, aber da ist natürlich die große Frage, wie die Erstattung erfolgt. Die Zufriedenheit der Patienten, von denen, die es in den USA erhalten haben, ist hoch. Ob es in dem Schmerzbereich, gerade im Tibialbereich, möglich ist, muss abgewartet werden. Da fehlen uns noch die Daten. Valencia eCoin heißt es im Endeffekt Valencia eCoin, weil das Implantat nicht größer ist als eine amerikanische Münze, wie man hier sieht. Es ist ein Rundimplantat und es ist extrem klein, weil es auch seine Batterie hat. Und es hat einen Stimulationsaufbau, 30 Minuten pro Tag für 12 Tage und dann alle 15 Tage, um diesen Stimulationseffekt zu halten. Und die frühen Ergebnisse sind eigentlich sehr gut. Hier sieht man, wie das in dem Sinne durch eine etwas andere Inzisionssituation in die Nähe des Tibialisnerves gebracht wird. Im Endeffekt hat man auch dort ähnliche Ergebnisse gesehen, warum auch anders, wie bei den Mitbewerbern, um die 70% Verbesserung
Es gab zwei kleine Probleme. Das eine war durch einen Verband, das andere war eine Pneumonie, die aber keinen Bezug hatte. Also auch hier die Daten, die man sehr schön sehen kann, die eine entscheidende Verbesserung für die Patienten bei der tibialen Stimulation hervorrufen. Das heißt, die Strategie, der wir folgen, wie sie auch in den EAU-Guidelines empfohlen sind, ist die Verhaltenstherapie. Viel Erwartung an die Patienten, oft sehr schwierig. Das Beckenbodentraining, also das Halten und so weiter, Sie kennen das. Aber die Schwierigkeit, dass die Patienten oft keine wirkliche Verbesserung damit erhalten, dann die Medikamente von den Anticholinerika oder Beta-Miga. Und dann die Gruppe, die immer noch keine Zufriedenheit hat oder die uns dann wieder aufsucht, denen wir dann die Neuromodulation anbieten können. Oder auf der anderen Seite natürlich Botulinumtoxin. Bisher haben wir in den Guidelines die perkutane Stimulation, die aber ein ambulantes Setting hervorruft in regelmäßigen Abständen und oftmals in Deutschland gar keine Anwendung findet, weil die Zeit und die Kostenerstattung dafür nicht gegeben ist. Und damit natürlich die wirkliche Möglichkeit, mit dem chronischen Implantat eine neue Möglichkeit zu schaffen, unsere Patienten entsprechend zu versorgen. Wenn das ambulant möglich ist, eine tolle Sache, aber natürlich die Frage, wie werden die Kosten übernommen? Es ist effektiv aus den Daten, die wir bisher haben, die müssen weiter ausgebaut werden. Je nachdem ist ein Austausch nicht notwendig, wenn von außen die Energie kommt, wenn Sie eine Energieübertragung haben. Die Zukunft für Botulinumtoxin, wenn die Patienten das weiter tragen, ist natürlich besser, wenn es eine Applikation ohne Nadel gibt. Und neue Technologien wie die, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe und die Tibialis-Stimulation sind sinnvolle neue Optionen. Ich war am Anfang skeptisch, aber wenn man die Erfolge sieht, die dieses Implantat tibial hervorruft, dann ist man oftmals wie weggeblasen. Und die Patientinnen finden es fantastisch und sind in ihrer Selbstständigkeit wiederhergestellt und vor allen Dingen auch bereit, diese Stimulation selbstständig, regelmäßig durchzuführen. Das können Sie in der Freizeit machen oder wir haben es im Endeffekt gemacht, dass es in einem Socken angepasst war und die Patienten damit geschlafen haben und es sie nicht gestört hat und am nächsten Morgen einfach wieder abgemacht haben. Vielleicht einen ganz kurzen Blick erlauben Sie mir noch in die Zukunft, was passieren kann, worauf wir uns vielleicht vorbereiten müssen, neben einfach auch noch dem Aufnehmen von Signalen, die dann gegebenenfalls in diese Stimulatoren eingebracht werden können. Amphora ist eine Möglichkeit, das Trigonum zu zerstören. Das heißt also, es wird mit einem Gerät in die Blase eingegangen und dann im Trigonalbereich, wo ja die meisten Nerven sitzen, dort diese Sensibilität zu zerstören. Hier mal eine Karte, die zeigt, wie sich so eine Kontraktionswelle und ausbreitet, die dann ja diese Urgency und die Urgency Incontinence auslösen kann. Und wirklich wie so eine Kontraktionswelle und eine Stimulationswelle an einem Puls ausgelöst werden, wie ähnlich wie im Herzen. Und dann dazu führen, dass es gegebenenfalls zu einer so starken Kontraktion kommt, die in eine Miktion unwillkürlich dann mündet. Dieses kann mit so einem Ball durchgeführt werden, der dann in dem Sinne eingeführt wird, um diese Möglichkeiten zu haben. Wenn wir uns die verschiedenen Guidelines und jetzt aktuell auch nochmal überarbeitet, AUA und ZUFU, ist gegebenenfalls die Möglichkeit für die Patienten, die medikamentös nicht effektiv therapiert werden können, hier wirklich zu überlegen, ob die tibiale Implantation solcher Stimulatoren neben der Botox-Therapie und der sakralen Neuromodulation eine Option finden. Es hat sich, wie ich Ihnen zeigen konnte, sehr viel auch getan, dass wir jetzt MRT-fähige Geräte endlich haben, die wir brauchen, weil unsere Patienten älter werden und häufiger ins MRT gehen, als wir das bisher hatten. Und je kleiner sie werden, desto weniger Artefakte haben wir natürlich nachher auch in diesem Bereich. Wir müssen verstehen, dass es eine Kopplung zwischen Sensorik-Detrusor-Funktion und dem ZNS gibt. Die können wir durch Neuromodulation beeinflussen, aber ich konnte Ihnen auch zeigen von der Arbeit von Herrn Kessler, die zwar nicht publiziert ist, aber dass wir auch im ZNS eine Effektivität im Bereich durch Botulinumtoxin erwarten dürfen. Zusammenfassend haben wir eine Erweiterung unseres Armamentariums erhalten. Wir können unabhängig
aber auch natürlich in Relation zur Urodynamik, der Diagnostik und dem Allgemeinzustand einiges tun. Manche Dinge, wenn wir sie nicht medikamentös verbessern können, sollten vorher urodynamisch abgeklärt werden, um eine gute Basis auch für die Rückerstattung zu haben. Wir müssen uns überlegen, welche Möglichkeiten oder Nebenwirkungen wir unseren Patienten zumuten wollen. Aber wir haben mit diesem erweiterten Armamentarium die große Möglichkeit, eine sehr individuelle, auf den Patienten abgepasste Therapie einsetzen zu können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und sollten Fragen bestehen, können diese gerne an mich per E-Mail geleitet werden und ich werde versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.